Guten Tag und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Skull and Bones. Ich hock hier ein bisschen. Boah, doch, ich hock schon richtig. In der letzten Folge ist ja die Season neu gestartet. Wir haben ein bisschen was zu tun. Leider wurde die eine Mission, die wir hier noch hatten, als gescheitert angesehen, weil da jemand die gemacht hat. Einfach. Ist egal. Jedenfalls habe ich die La Peste Quest mal angenommen. Ich schätze mal, das ist die ganz normale, stinknormale La Peste Quest. Nur halt abgeschwächt, dass man jetzt, also halt, wo man den Pestkönig besiegt quasi, wo ganz viele Schiffe kommen, etc. Ich denke, das ist einfach die Quest, nur nochmal abgeschwächt. So, werden wir machen auf jeden Fall. Heute werden wir uns mal das hier angucken. Und ja, habe ich ja schon auf Verfolgen gedrückt. Dafür müssen wir hier oben hin segeln. Ich gehe mal hier hin. Und dann fahren wir mal das Rennen. A, weil es Season-Bestand ist. Und B, es ist ein ganz neues Element. Und das finde ich sehr toll. Dann werde ich noch eine Sache schnell machen. Weil den Season Pass finde ich eigentlich schön. Und ich habe ja eh die Dukaten, Dublon, Goldstücke ist. Ach, wie heißt denn jetzt die Scheißwährung? Gold, okay. Sehr einfallsreich. Habe ich ja trotzdem hier oben Gold. Ich werde es verwenden. Nicht für den natürlich, weil ich finde das 15. Finde ich echt. Warum? Warum soll ich das machen? Wegen 15 Stücke hier. Dann mache ich lieber das da. Kaufe mir das da. Dann kriege ich eine neue Lemuren. Und, Herrgott. Ich denke mal, meine 1000 Goldmünzen werde ich wiederbekommen. Dass ich mir den nächsten Pass finanzieren kann. Ich, alter Fuchs, du. Und, ja. Ich denke mal, der Premium-Pass lohnt sich. Ich gehe nochmal ganz kurz drauf ein. Allein, allein, wenn ich jetzt hier so durchgehe, das ist schon ein geiles Set. Na, die Adlerschwingen, etc. alles. Wenn man da mal auf richtig prunkvoll gehen will, ja. Okay, das Steuerrad nicht, das ist das Einzige, was mir da jetzt nicht gefällt. Aber das lohnt sich schon. Dann kriege ich halt noch sowas. Ein geiles Schiffset ist toll. Dann hier, Moment. Das hier, die Ausrüstung, das ist cool alles. Masken, etc. Oder halt auch diese Augen da. Finde ich sehr, sehr cool. Vom unteren, ja, muss man jetzt nicht unbedingt der Fan davon sein. Ich werde auf jeden Fall die Reihe hier als erstes machen. Wegen dem hier. Und ja, weil ich wissen will, was das ist. Was ist das? Gut. Ich würde sagen, wir tuckern mal los. Segel setzen. Ich glaube, wir haben alles dabei, was wir brauchen. Weil ich finde das Steuerrad, was ich jetzt hier gerade habe, ein bisschen prunkvoller dafür. Oh, ich freue mich. Ich freue mich schon so drauf, wirklich endlich mal mit der Brücke auf in die See zu stechen zu können. Wir fahren jetzt hier mal zum ersten Rennen. Das ist ja auch Teil des ersten Kapitels jetzt hier vom Pass. Den Herausforderungen da. Da steht ja hier 6. Da halt so Zeug. Und da glaube ich ja auch irgendwie. Ist egal, die neue Gelegenheit war jetzt auch, aber ich denke mal, das mache ich alleine. Ja, also, ich finde auch schön, dass es so eine Ankauf-Option einfach gibt. Das ist eine coole Sache, dass man da einfach hin kann, kaufen kann oder halt auch normale Solo-Missionen. Ich finde schön, dass es halt wirklich mehr Sachen jetzt gibt, dass es tiefer in die Materie reingeht und nicht nur so, ja, fresse oder stirb. Finde ich immer schön, wenn es ein bisschen breit gefächerter ist. Und ja, draußen, Showdown, die Glocken klingen. Interagieren jetzt hier mal. Kriegen wir eine Kiste und anderes Zeug. So. Ich wette, das Schiff ist schnell genug für den alten Tuling. Wohin müssen wir denn? Mit dir am Ruder, Captain. Ja, okay, aber wohin? Oder taucht jetzt das nächste auf einfach? Da hinten. Okay, da hinten. Gut, dann einmal ein Seemannslied. Oh ne, ne, hä? Oder ne, das da hinten ist gar kein. Wohin muss ich? Wohin muss ich? Oh cool, da Wal in meinem Schiff. Oh cool, Wal!
Das Moby Dick hat uns alle umgebracht. Okay. Keine Ahnung. Okay. Ist ein bisschen weird. Da verlagert das Licht plötzlich. Moment. Das ist ja der. Warte. Hier sind wir ja gestartet. Also ist das da der erste. Boah, ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt hier am besten fahre. Das hat ja viel mit dem Wind zu tun, ne? Das ist halt nur Minuten. Da habe ich jetzt natürlich schon ein bisschen verkackt, ehrlich. Wir haben jetzt eine Minute hier und haben keinen Meter gefahren, weil ich es nicht gerallt habe. Eigentlich nochmal neu anfangen hier. Muss ich die RAM oder gilt das jetzt hier? Das war jetzt der Schlumpf. Und der erste, erstmal schön RAM, weil ich nochmal auf Vollgas gedrückt habe. Und weil ich ein paar Tage schon nicht mehr gefahren bin. Und ich denke mal, die meiste Power holt man halt raus, wenn man halt gutes Wasser mitnimmt. Also so ein Wasserfass und nicht so abgeschöpftes Wasser. Wahrscheinlich noch Perks macht EDC. Sinkt weiter! Gut, ja, der ist weg auf jeden Fall. Gut, also ich war jetzt voll verwirrt. Entweder tuckern wir hier rein, hier so hoch und da hoch. Sollte besser sein. Oh, cool, es spawnt hier auch Boost. Interessant. Ich denke auch, eine Aufbesserung für das Schiff wird auch auf jeden Fall sein. Dass man, wie will ich sagen, Geschwindigkeit ein bisschen mehr rausholen kann. Deswegen würde es schon Sinn machen, die Brigantine vollkommen aufzubessern. Abzuwarten ist natürlich, was man dann mit der Brig machen kann. Die ist ja noch ein bisschen größer, also die sollte noch ein paar Knoten mehr rausbekommen. Aber natürlich dann nicht so ganz so wendig, das muss man ja immer ein bisschen im Kopf behalten. So, wir nehmen dann den als nächstes. Und nochmal ganz kurz zu den Rudersachen hier. Ich nehme es ganz chillig, ne? Wenn ich eins hier einnehmen kann, werde ich es machen. Bruder Matada, ne? Aber ich habe ja jetzt keinen großen Druck oder so ähnlich. Das Einzige, was ich will, sind Sovereigns. Ja, ich kann ordentlich Sovereigns wieder ausgeben. Brauche ich alles, was da drin ist? Glaube ich eher weniger. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich werde mir aber halt auch nur das kaufen, was ich will, muss ich ehrlich sagen. Nicht so, ja, das muss eine Legende haben oder so ähnlich. Boah, mich ärgert das gerade so dermaßen, weil ich die Minute jetzt hier verplempt habe. Das ist so ärgerlich, meine Minute hier. Gut, jetzt tu mal da. Alter, Junge, Ram. Bist du ein bisschen dumm? Hat man dir ins Hirn geschissen? Glaub schon. So, jetzt fahren wir nämlich nach da unten als nächstes, weil das meine normale Route ist. Oh, cool, Rennen. Finde ich toll. Super. Warum nicht? Das bietet es ja an. Ich finde, es sollte auf jeden Fall auch so wie in GTA online damals spontane Rennen auch geben. Dass man sagen kann, jo, man fährt jetzt von oben rechts nach unten links oder halt durch einfach gefährliche Passagen oder irgendwas sowas durch. Das wäre cool. Das ist auch so, also allgemein, dass es mehr Rennen gibt. Oh, das wird knapp. Mal das hin. Und ich merke auch, hier und da sind überall ein paar Grafik-Glitches aufgetaucht. Ich glaube, das Update hat einen kleinen Fehler drin. Wenn ich das mal so sagen darf. Komm, eindrehen. Ah, muss ich doch ein bisschen raus hier gehen. So.
Wollen wir nämlich hinten die Abkürzung rein. Blup. Wir haben den Monsun im Rücken. Ja, aber jetzt sind wir mitten auf dem Teich. Da habe ich jetzt mal echt wenig Angst vor dem Monsun. Das wird lustig, ob wir hier noch mit einer Brick durchkommen. Das wird sehr arschknapp. Boah, das Schiff. Puh. Habt ihr das gehört? Das hört sich auch nicht mehr so gut an. Ich werde auf jeden Fall auch schiffstechnisch viel redesignen. Weil ich bin nicht so ganz damit zufrieden. Die haben ja auch gesagt, die wollen ja die Farben alles ein bisschen besser machen. Beziehungsweise einheitlicher. Das heißt, dass man halt den Rumpf nochmal besser editieren kann, weil halt viele halt nur coolen Rumpf wollen, aber halt dafür eine andere Lackierung oder so, dass es halt zum Schiff passt und sich nicht dumm beißt. Bleib mal bitte da hinten stehen, mein Freund. Ich habe jetzt gerade keine Zeit für die Piratenjäger. Die zwei haben wir noch. Ich glaube, sollten wir schaffen, aber da müssen wir echt ein bisschen Peitsche jetzt geben. Mal ein Wässerchen trinken. Deswegen bin ich auch von unten nach oben gefahren, weil in der anderen Richtung, weil ich noch weiß von früher, was heißt von früher, vor einigen Wochen. Oh shit, das habe ich nicht gesehen. Jedes Mal die Stelle. Mann, kotzt mich das an. Was ich sagen wollte, der Wind, der pfeift immer nach oben. Nach unten ist immer Gegenwind. So viel habe ich mir gemerkt, Gott sei Dank. Ich bin schlecht gefahren, aber das kann man wesentlich besser machen. Nächste. Komm. Mann, die eine Minute ärgert mich wirklich so hart. Das glaubt ihr gar nicht. Zack. Um reinzufinden. Wir müssen auf 20 bleiben. Ich habe auch gar kein Wasser jetzt reingesucht die ganze Zeit, wenn ich mal ehrlich sagen darf. Ah nee, da links sind wir eigentlich. Ich bleib mir hier straight gerade. Nur nicht hier ranbüdeln. Schaffen wir auf jeden Fall, aber die Minute hätte man noch oben drauf. Also wir wären jetzt bei 2 Minuten, kann man sagen. 2:10 vielleicht noch. Boah, 14, boah, 2:10. Schön, 8 Minuten haben wir geprobt. Brich mit dem Schiff vor. Schön. Ihr seht, wie so schnell geht das hier. Eine Schmugglerboot. Schön. Dann tuckern wir mal da oben gleich hin. Beziehungsweise hier. Oha. Das habe ich noch nicht gehabt, das Zeug. Das ist aber enorm gut, ey. Öffnen. 111 Achterstücke, schön. 10 jetzt irgendwie. Kann man gebrauchen alles. Mann, ich muss mein Lager ausmisten. Das bedeutet das jetzt hier. Oh, ich hätte es doch nicht so zumüllen lassen sollen. Kann man mal mitnehmen hier. Und ich finde auch schön, dass alles hier jetzt neu farblich hinterlegt worden ist. Das ist wesentlich übersichtlicher. Zack. Und schon haben wir hier Kleinigkeiten abgeschlossen.
Kurven. Na. Na. Weniger als 8 Minuten. Oh Gott. Ja, gut. Augen auf im Schiffsverkehr, sagt man so schön. Ja, ich wollte sie aufbrechen. So. Da draußen ist, glaube ich, wieder das Rennen. Das kann man nochmal starten. Ah, das war auf jeden Fall keine glatte Performance. Ich war überfordert. Jetzt weiß ich auch, wo ich hinfahren muss. Ich muss so reinfahren. Dann würde ich auch vorher gleich das Schiff wenden, da. Ja, okay, aber solche Sachen muss man ja erstmal rausfinden. Ne? Das ist ja alles jetzt hier neu, fresh und knackig. Zack. Reparieren, verwalten. Wahrscheinlich kann ich jetzt gar nichts hier wieder einlagern, weil er sagt, was sind das für Materialien? Die kenne ich ja gar nicht. Ja, hä. Mein Gott. Ich muss mal gucken. Hier oben. Lead Captain. Ja, ja, Mann, ich bin überfordert. Erstmal jetzt hier Rennserie 1. Ich gehe mal hier. Oh, guck mal hier. Uff. Weil wir haben ja Zeit, ne? Da möchte ich jetzt gerade viel machen. ETC. Aber wir haben ja auch Zeit. Wir müssen ja nicht. Na, 2 Sekunden fertig. Ich finde den aber so wesentlich cooler als anders. Muss ich ehrlich sagen. Mit euch? Das mag etwas bedeuten. Aber habt ihr auch Geld? 700. Nice. Und schön, dass es jetzt auch so eine neue Währung gibt. So, tägliche Herausforderung. Darf ich mal kurz sehen? Hallo. Danke. Beweise beim neuen Wettlauf-Event Navigationsskizze. Okay. Das ist täglich. Da kann ich doch nochmal später rumfahren. Werde ich aber wahrscheinlich nicht mehr schaffen heute. Mögen Sie eure Flagge fürchten. Zack. Gut. Jetzt haben wir ja dann auch ein bisschen, ne? Das da bekommen. Das Zeug, das können wir ja hier im Shop dann wieder einlösen. Weil hier gibt es ja, na, beispielsweise hier das ganze Schiffset für 2000. Ich finde schön, dass die jetzt nochmal eine extra Währung eingefügt haben. Ist, denke ich, überfällig. Oder für sowas 700. Es ist cool. Also den könnt ihr mir jetzt schon kaufen. Na, 20 Tage sind übrig. Dann kommt, kann ich mir auch vorstellen, vielleicht auch was anderes. Na? Ja. So. Zack. Geh. Wir können La Nitra eigentlich machen. Und Dövre der Verwüstung. Würde ich eigentlich mal machen. Das bauen wir mal hier. Dann machen wir hier erstmal Story ein bisschen weiter. Da haben wir heute einen schönen Mix. Am Anfang ein kleines Rennen. Und jetzt hier ein bisschen Story. Das müssen die Schiffe sein, Captain. Ja, und da schießt schon was. Volle Fahrt voraus! Da wurde jemand versenkt. Das ist auf jeden Fall ein feindliches Schiff. Bleib stehen, Junge. Kann den gerade nicht jetzt. Yo. Das ist auf jeden Fall ein feindliches Schiff, aber nur Stufe 8. Deswegen habe ich da mal weniger Angst. Der hat gleich gesessen. Das Blöde ist, die scheiß Schiffe, die haben Torpedos wie so. Das sieht doch auch aus wie eine. Wie eine Brick, oder? Ei, 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 ei. Na komm. Schön Breitseite. Blut für Feuer das frei. Ja, der ist hinüber. Das wird sie leeren und den würde ich ganz gerne entern, wenn ich darf. Das war knapp. Aber darf ich anscheinend nicht, deswegen. Das senkt ihn. Ein von zwei, hier muss auf jeden Fall noch einer sein. Sie, das sind
da? Das sieht vielleicht nicht aus. Nö, Freibeute. Ja gut, die kann man eigentlich mal generell einfach mal versenken. Ich weiß, der hätte ich jetzt rammen können, aber... So, wo sind denn die hier? Angeblich hier rum. Ich finde aber auch schön wirklich, dass alles ein bisschen schärfer jetzt aussieht. Muss ich auch ehrlich sagen. Und es sieht alles überarbeitet aus. Oh, was hast denn du für eine Schlacht hinter dir? Junge, siehst doch, dass das hier eine doofe Idee war, in mein Revier hier reinzukommen. Boah! Ah. Ja, wo kommt denn ihr jetzt her? Daneben! Bella, Junge. Gut. Nächster Ort. Da drüben. Volle Fahrt voraus. Will auf jeden Fall auch die Brigantine deutlich verbessern. 3 Punkte haben wir hier jetzt auch bekommen. Mich, Piratenschiffe anzugreifen und versenken. Aber es ist schön, wenn so ein Schiff hier ein bisschen Unwesen treibt. Da kann man schön viel Zeug hier mitnehmen, ne? Etwas Musik. Hey Boys. So. Wir fahren ja jetzt ein paar Meterchen. Können wir ja gleich mal. Ah, reicht nicht ganz. Können wir die gleich schon mal hier freischalten. Das da wird interessant. Das will ich auf jeden Fall direkt mal austesten, was das macht. Huh. Das war der Serverpunkt. Einfach mal losjumpen hier. Gott, wir sind da. Aha. Oh. Da wartet ja schon jemand auf uns. Ich würde mal sagen. Feuer frei, vielleicht erwischen wir jetzt noch einen zweiten. Kein Palais. Kein Pardon. Wow, den habe ich so heftig getroffen, der wurde direkt versenkt. Ah, der soll schlecht geschossen. Zack. Hier ist mal was Feines. Wir gehen mal auf Kollisionskurs. Oder auch nicht? Ich werde eure Familien von euch grüßen. Kommt! Macht jetzt nicht unser! Ramm! Feuer! Kleiner Hund.
Zack. Ah, Musketiere habe ich jetzt verbrennt. Überläuft. Entern, Leute. Ach, komm. Wollt die mir jetzt hier nochmal Schuss reinsinnen. Super. Gut. Überbringe Janita die Sendschreiben des Chor-Captains. Okay. Ein Gemälde. Naja, ein bisschen nass, aber egal. Direkt hier links. Was ist das denn? Ich finde schön, die fahren jetzt überall rum hier, die Schiffchen. Komm, die können wir eigentlich auch mal schnell hier versenken, weil der hat ja auch diese Schiffsteile dabei. Die sind so wie die Köpfe von den, oh, der war schlecht geschossen. Die Köpfe von den, Da ist ein Ja, die sehen schon stylisch aus, im Gegensatz zu den Lapest-Dingern. Einmal ran. Anton! Nicht entfernt. Zack. Das sitzt. Haha. Wir schaffen sie jetzt eine Chance. Das ist aber aufgesessen. Ja, weil man nicht zielen kann, ist es auch immer ein Vorteil. Im Gegner. Oh, der wurde. Du heilst den! Aua! Dein kleinen Scheiß-Torpedo ist weiß. Zack. Ah, doch gerade so ausbringen. Na komm! Ich hab genug Bolzen. Ich kann das den ganzen Tag machen. Das ist oh! Und jetzt ist er. Schön. Sehr freundlich. Miau. Müssen wir auf die andere Seite, oder? Nee. Wo war denn das? Ach nee, bei der war es. Nee, oder sogar bei der, ja. Ich hab mich falsch entsinnt. Zack. Alle Mann vom Bord. So, hier seht ihr ein bisschen den Grafik-Glitch hier. Keine Ahnung, da ist irgendwas minimal verruckelt hier. Ja, Fracht. Ufner. Das Problem muss ich mal alleine lösen. Halsabschneider gewahren. Ihr habt diese feigen Freiburg. Ja, habe ich alle gemacht. Ach, ja, okay. Cooles Outfit, Junge. Steht ihr? So. Guten Tag, guten Tag. Hi, hi, hi. Ein guter Tag mit euch an Deck. Jo, was sind das da? Was ist das für eine Belohnung? Ihr seid in eurem Element. Ich glaube, das sieht aus wie eine Verbesserung für. Größeres Teil. 2000 Schmugglerpunkte einfach. Alter, alles klar. Das ist Tag 1. Schön. Günstige Gut. Winde. Jetzt hätten wir dann als nächstes noch. Ja, klar, das können wir machen.
Die Herausforderung kann ich dann auch nochmal machen. Ja. Erfahre, wie Janita plant. Wenn du bereit bist. Ja gut, sie redet ja nicht mit mir. Oder redet sie jetzt wieder mit mir? Kommen wir ins Geschäft. Die Übak-Zwillinge haben geschworen, alle Piraten auszumerzen, ja, um den... Meine Vögelchen sind bereits verstummt. Ab! Dann ein andermal. Das wissen wir eigentlich schon. Ja, gut. Ja, momentan nix. Ich kann mir vorstellen, dass dann jetzt wochenweise noch mehr kommt. So. Ballade der Zerstörung. Mach mit William Blackwood weiter, wenn du bereit bist. Ja. Dann mach beides. Ja, ansonsten hätten wir halt, na, jetzt die versenkte Elite-Kriegsschiff, Vergeltung und das da. So, schauen wir mal. Leuchtet das hier so golden? Anscheinend ohne Grund. Auftragsbrett. Von meiner Mannschaft wäre ich ein echt reicher Mann. Nein. Da kann man jetzt auch nichts machen. Ich kann es nicht erwarten, von eurem Erfolg zu berichten. Da hier. Eine wichtige Ladung wurde von der Versteigerung Huberts abgefangen. Bla 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 bla. Möchte die CD zurückholen. Das hört sich, glaube ich, gut an. Und da kriegen wir auch neue Materialien. Das ist super. Mr. Tooling und ihr könnt euch auf vielerlei Weise gegenseitig helfen. Vertraut mir, Captain. Ja. Ich würde aber sagen, das hier hingegen machen wir dann erst in der nächsten Folge. Wir schauen jetzt erstmal, was wir jetzt hier Bestenlisten gesehen? Alles bekommen haben. Zack. Einmal hier das. Sprungladerwaffen. Das sind ja jetzt die neuen Waffen. Okay. Und jetzt haben wir ja hier gleich zwei Pünktchen wieder. Das heißt, zack. Bin jetzt schon einfach auf Stufe 6. Na klar, es wird langsamer mit der Zeit. Aber trotzdem Stufe 6. So. Erhöhtes Achterdeck. Ich will wissen, was das heißt. Heißt es das, was ich denke? Und man könnte da potenziell andere Waffen dann platzieren? Skarlok sprach mit euch? Das mag etwas bedeuten. Moment. Warum muss ich das erst bauen? Ist es ein Gegenstand? Was ist das? Was ist, sorry. Ausstattung leuchtet. Hier ist ein Gegenstand. Erhöhtes Achterdeck 1. Das heißt, es gibt auch mehrere. 35? 35 aber nur. Okay. Na, der Überflutungsschaden von gegnerischen Schiffen wird um 15% verringert. Na, der Überflutungsladung von gegnerischen Schiffen wird um 10% verringert. Vielleicht wirklich für die Brick interessant. Für jetziges Setting eher weniger. Aber okay, das haben wir das Rätsel auch schon mal gelöst. Gut. Haha, das neue Teil hier. Hast du irgendwas ihr Neues? Ihr brennt darauf, mit Skarlok ins Geschäft zu kommen, oder? Mit Skarlok könnten wir zum Abschluss nochmal reden, ob der irgendwas hat.
Ich glaube, du hast... Das ist ja nichts Neues. Aufgewehrte Vollkanon. Vollkanon. Da. Sprunglader. Aufgewertete Sprunglader, Sprunglader. Rakete, aufgewertete Rakete, ja, Sprunglader. Mehr sollte ja da jetzt nicht sein. So, der Rest heiß, ist ja alles. Scheißtropen. Wie gehabt? Mein Schmiedefeuer brennt immer für super. Mit Skurlock sollte ja alles normal sein. Das ist das Letzte, was ich euch heute noch zeigen werde oder anbieten werde. Der alte Skurlock. Schon wieder zu spät am Abend. Darf ich mal zu meinem alten Kumpel Rinsky gehen? Seht euch an. Ihr seid berüchtigter als alle anderen Piraten. Ja, berüchtigter als ihr. Vergesst nicht, dass ihr für mich arbeitet. Das glaube ich eher weniger. Heikle Allianz. Gut, da gibt es die Aufträge. Habt ihr irgendwelche Angehörigen? Okay, das ist nur normal. Gibt es hier was? Verbesserte Bauteile. Die sind neu. Verbesserte Teile, die zum Verbessern genutzt werden. Ich glaube, das wäre wieder sinnvoll. Verbesserte Bauteile sich zu holen allgemein. Oder Pachtvertrag, Küste. Die verkaufen jetzt auch Pachtverträge. Interessant. Oder Pachtvertrag offen. Aber 10.000. Sag ich ganz ehrlich, klar, nach Wahl, aber Alter, wisst ihr, wie viel das ist? Das ist ja sehr, puff, goldener Schädel Gin. Das ist schweineteuer. Und da wird sich der Aufwand nicht lohnen, sage ich ehrlich. Müssen wir doch nochmal abschließend zu Rama, zu der Rahmensuppe. Inventar haben sich die Preise verändert, alle machen wir natürlich Wert gesamt. Nö, haben sich nicht geändert. Wisst ihr, wie viel ich hier noch machen müsste, ne? Wenn ich das alles hier rumdingsen würde. Puff. Aber selbst dann. Also, ciao, ciao, Skurlock. Wir schauen nochmal bei der Rahmensuppe vorbei. Ne, ups, Rama ist ja natürlich hier. Den könnte man fast kaufen. Was ist hier? Königliche Gießerei, Ankauf. Königliche Gießerei. Was wollen die dann besser, die Frage? Weil es bringt auch nichts, wenn ich jetzt da alles rausböller, mein Geld. Ja, was heißt mein Geld? Meine Ressourcen. Und für wichtigere Sachen hätte ich die da nicht, wie zum Beispiel das Schiff aufwerten. Na? Wohin ihr geht, bringt ihr den Ich komme! Haben die hier auch Missionen? Jo, hier ist bei Veredelung. Können wir vielleicht auch nochmal gucken, ob der was Neues hat. Aber ich glaube ansonsten... Zimmermann, bist du? Magst du hier irgendwas? Wenn ihr für Rama arbeitet, Schiffe verbessern. Okay, das macht nur der Typ da unten. Genießt die Brise. Ich bin sicher, euer Schiff geschützt. Hi, Kevin. Ihr seid Admiralin Rama begegnet? Eine temperamentvolle Frau. Doch die Gefahr. Ja, ich erwarte nichts als die besten Materialien. Besten Materialien, bla 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 bla. Manche verkaufen ihre Waren unter Wert. Unter Wert, sowas! Ich mache ja den ganzen Markt kaputt. Mein Markt, mein Geld, mein Gewinn. Rama, ich hasse dich. Ja, ja, bla bla. Ah, so, kaufen und verkaufen. Hier dasselbe, okay. Pachtvertrag offen, also Freiweber, Niederländisch-Indien. Okay. Drei, also von denen hat sie... Ne, habe ich drei. Ich habe drei offene. Und ansonsten... Hm. Ja, na... Hm. Okay, also genau das, was ich mir jetzt gedacht hätte. Oder hatte. Wert gesamt. Hä? Hallo? Hä? Achso.
Muss ja natürlich so umdipsen. Jo. Ja, okay. Cool, cool, cool. Auf jeden Fall auch verbesserte Bauteile. Ich denke fast, das sinnvoll zu wäre, das Zeug da rein zu jodeln, wenn man jetzt nichts anderes momentan braucht. Ich würde mich auch aber erstmal in diesem Sinne fürs Zuschauen bedanken, nicht hier oben, weil pff, ich hasse Rama wie Sau. Diese dumme Tussi. Sorry. Diesen gigantischen Red Flags. Einfach, der Palast gehört hier angezündet. Wer Rama nicht mag, gibt ein Like auf dem Video. So, stellen wir uns zu dem Typen, den wir auch nicht mögen. Den mag ich mehr als die Rama, obwohl der uns früher ausgelacht hat. Aber gehen wir lieber zu denen. Ich glaube, der ist cooler. Auf die entziehen. Darf ich hier mal zwischen euch, so als Freunde? Ich würde mich dann erstmal ganz herzlich für Zuschauen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und schreibt mir in die Kommentare, was ihr vom Update jetzt so haltet. Und in diesem Sinne, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.